Und aber da ist es. 200 von der 2 Pokémon Legend Arceus. Ja, ihr fragt euch wohl, warum ich jetzt hier bin. Ich wurde hier wieder irgendwie aufgehalten. Wir haben auch einen Gast dabei. Vielleicht kennt ihr den. Hallo, hallo. Mann, ich wollte. Erste Mal im Projekt. Ja, endlich. War ich nicht so vorgesehen, egal. Es passieren immer hier dumme Dinge. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur Pokémon trainieren für dieses Kämpfen. Und dann bekomme ich in der Nacht hier vorbei und mich spricht Celestis an. Würdest du mir bitte kurz folgen? Ja, von mir aus. Sehe übrigens nicht, ich spiele selber, nur dass ihr es wisst. Warum hast du jetzt fast wieder wie ein Tod gesprochen? Das war nicht mal fast wie ein Tod. Na gut. Brauchen aber jetzt in jedem Projekt irgendwen, der ein bisschen öfter vorkommt, der wie ein Tod redet. Da seid ihr ja. Weißt du, woher die Galaktik-Expedition ihren Namen bekommen hat? Nee. Woher denn? Natürlich, woher auch? Lass es mich dir erklären. Ich vergleiche Sachverhalte gern mit den funkelnden Sternen am Himmel. So auch an dem Tag, an dem ich unseren Investoren vom Vorhaben unserer Gruppe berichtet habe, uns in Hisui anzusiedeln. Ich sprach davon, dass die Fähigkeiten von Celestis und den anderen so mannigfaltig seien wie die Sterne am Himmel. Daraufhin sagte einer der Investoren, dass unsere Gruppe also wie eine Galaxie sei, in der all diese Sterne sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Unser Expeditionsleiter griff die Idee sogleich auf und gab die Galaktik-Expedition ihren Namen. Wobei wir uns nicht sicher waren, ob er das nur getan hat, um sich einzuschmeicheln. Ha, da muss ich dich enttäuschen, Celestis. Mir hat der Name schlicht und ergreifend sehr gut gefallen. Aber auch dieser Name wird irgendwann in Vergessenheit geraten. Sobald sich das Leben hier normalisiert, hat die Galaktik-Expedition jetzt seinen Zweck erfüllt. Wenn wir nicht mehr gebraucht werden, ist es an der Zeit, die Expedition aufzulösen. Naja, wir wissen alle, was daraus passiert. Irgendwie. Stört euch das nicht? In erster Linie zählt nur, dass wir hier in diesem großen, weiten Land in Harmonie an der Seite der Pokémon leben können. Ein Name spielt im Vergleich dazu keine Rolle. Eines werde ich Ihnen versprechen. Und zwar, dass ich den Namen und die Errungenschaften der Galaktik-Expedition an alle nachfolgenden Generationen überliefere. Ja, Celestis, du bist ja auch ein Vorfahren von Cyrus, der, sag ich mal, so ein bisschen durchdrehen wird. Naja. Verstehe nun. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Celestis. Entschuldigung, dass wir deine Zeit für unsere Sentimentalitäten in Anspruch genommen haben. Hier hast du eine Entschädigung. Erstmal Kometstücke halten, dankeschön. Ich glaube, es gibt 25.000. Du mag vom Himmel gefallen sein, aber da du uns so oft geholfen hast, war es mir wichtig, dass du die Bedeutung hinter unserem Namen kennst. Bitte sei den Menschen und Pokémon von Hisui auch weiterhin eine Stütze. Das sagt der, der mich einfach so rausgeschmissen hat und ich glaube, es sagt. Die. Was? Das sagt die. Ist nicht er. Doch, er. Tenboku. Nee. Ach so. Na dann sagt es doch er. Tenboku hat uns rausgeschmissen. Einfach so. Ohne jeglichen Gehirnschmalz. Nichts gehabt. Wie kann man da so idiotisch sein? Ja, komm, dann benutze ich jetzt mein restliches Geld nochmal, um EP-Bonbons zu kaufen, um das Speedy-Zahl wirklich schafft. Ach komm, auf 2000 kriege ich auch noch irgendwie zusammen. Ich hatte das nämlich schon mal aufgenommen, eine Viertelstunde ungefähr. Ich bin aber die ganze Zeit gestorben, deswegen war das nicht so förderlich, würde ich sagen. Machen wir es doch so einfach. So. Gib mir das Bonbon. Ich hab Hunger. Nee, ich glaube, Bonbons sind eigentlich nicht so praktisch, wenn man Hunger hat, oder? Oh, das. Wenn ich Bonbons habe, ist es immer ein Fehler. Ich mach die so schnell leer. 99% der Fälle. Gibt Ausnahmen, aber meistens halten die nicht lange. Ich meine, Lutschbonbons ist nochmal ein Unterschied als jetzt hier so Haribo, oder? Bei mir macht das keinen Unterschied. Hä, wie bitte? Sind Sie jemand, der da drauf beißt? So ja. Nee. So. Ach du lieber Gott.
Leute, ich glaube, der kann halt auch eine ganz andere Sicht von mir. Oha, das ist doch sehr drastisch. Mit so jemandem will ich nichts zu tun haben. Leute, ich ziehe nach Sibirien. Nee. Ist, glaube ich, gerade kein guter Zeitpunkt. Schwierig, schwierig. Mann, was mache ich denn? Das ist so unnötig. Warum muss man alle Pokémon ablegen, damit das jetzt okay ist? Wie nervig. Dass man nicht ein Pokémon auswählt, was man benutzen will. Nee, du musst alle anderen ablegen. Das ist nämlich schlau. Nee, ist es nicht. Dann alles einsteigen. Wir sind unterwegs zum Solo-Kämpferfahrt mit Bidiza. Tschut, tschut, volle Fahrt voraus. Na, welcher Charakter war das? Ich doch nicht. Ach, achso, du kennst die Backstory von dem nicht. Hidden. Der Typ, der uns auch Sneebos gegeben hat. Der was? Der Sneebos gegeben hat, sozusagen. Weißt du, was für ein Spiel da kommt? Nee. Der kommt aus Schwarz und Weiß. Ich weiß auch nicht mehr, wie der aussieht. Ich weiß einfach nur, dass uns irgendwer das Vieh gegeben hat. Ja, der hat halt so eine Schaffnermütze auf und so ein bisschen zerrissene Kleidung. Das ist ja, den ich gerade denke. Wenn ja, dann weiß ich es doch. Der mal so ganz komisch in die Richtung zeigt. Ja. Okay, gut, dann weiß ich wer. Und der war bei Schwarz und Weiß in diesem Metro in Rayono City, wo man Zug fahren konnte. Und da konnte man halt auch ganz viele Kämpfe machen. Und nach dem 20. kommt der Besonderes und so weiter. Wie Kampfturm und sowas ist das, glaube ich, gewesen. Und da waren der mit seinem... Noch eine Höhle, die ich noch kaputt machen kann. Natürlich. Und da war der einer der Bosse. Und wenn man Doppelkämpfer hatte, dann hatte man nicht nur gegen Hin gekämpft, sondern auch gegen Her. Wow. Ja. Es ist ganz komisch. So, werde ich es jetzt mal schaffen? Wird sich das Spiel erbarmen? Man weiß es nicht. Stirb doch einfach, du Fies. Fies. Viech. Auf 14 Lichter, die werde ich niemals. Hä, doch. Nee, man sieht die schon ziemlich deutlich. Alter, ich bin so oft in der ersten Welt rumgeflogen und ich finde sie einfach nicht mehr. Obwohl ich eine Liste offen hatte, wo die sind. Ich wusste nicht, was ich übersehen habe. Es waren mehrere und nicht nur eins. Also ich kann mit dir schon jetzt sagen, wenn wir da gleich nochmal zusammen gucken würden, würden wir es finden. Bestimmt, aber... Das ist ja genauso wie mit du und dieser Bidiza-Quest, wo du auch die Bidizas einfach nicht gesehen hast. Oh. Ein böses Nebel. Und Jan hat einfach unmenschliche Dinge getan. Was denn? Jimmy wieder ausgetauscht. Was? Nein, du hast bei dieser Bidiza-Quest einfach so ein riesiges Bidiza genommen und hast den anderen Bidizas Angst gemacht. Idee. Ja, muss so sein. Ganz lustig. Oh Gott. Es ist einfach um mich herum so ein Raum-Zeit-Dingsbums aufgetaucht. Ja, cool. Bleib doch da und gönn dir. Ja, jo. Oh, ich hasse diese Quellen. Ich hab nicht so 30 Hügel noch. Mann, Bidiza, jetzt enttäusch mich doch nicht. Ja, zieh halt noch mehr ab. Leute, das Wurmi. Mach jetzt deine komischen Kulleraugen. Kulleraugen, Kulleraugen, Kulleraugen. Weiß ich, denkst du, wenn ich mich vor meinem Bidiza stelle, dann trifft du höchstens mich, aber nicht Bidiza, aber. Es bringt leider nichts. Ach, Manu. Jetzt ist übrigens der Counter von Jan wahrscheinlich auch schon bei 2. Das eine ist in meinem Team und auch in Floß. Ja, wir haben ein sehr ähnliches Team, 50% genauer gesagt. Ja. Ach, schön. Gibt ja nicht so viel Neues, kann man nichts machen. Komm, wir müssen es so versuchen. Komm, Bidiza, töte es! War klar.
Senkt doch wenigstens die Verteidigung. Jetzt müssen in der Verzerrung alle Pokémon ausgerottet werden. Hey, warum darf das jetzt dreimal? Hackt's denn? WTF? Dreimal? Ich werd verrückt. Ich weiß, Ruckzuckhieb ist eine Prio-Attacke, aber trotzdem. Oh, jetzt geht's los. Items. Och nee. Ich kann's ja auch nicht hinauszögern. Einfach ein Nugget. Als ob das jetzt wieder reicht, aber es reicht ja nicht ganz. Ich hab die Verbindungsschnur gefunden. Eine Verbindungsschnur. Ja. Kann ich mir einen Shiny Geowatz machen? Stimmt. Sonst hattest du ja gar nicht die Möglichkeit dazu. Ah, jetzt will ich einen Shiny Geowatz. Ja. Okay. Du willst das. Ich das sagen. Ja gut, dann trainiere ich halt nochmal mit Bidiza. Mit Bidiza, meinem Lieblings-Pokémon. Los. Was meinem Team natürlich nicht insgesamt. Ich glaube, Zenlong wird keiner stürzen. Na? Niemals. Sagt es nicht. So. Kannst du nicht wissen. Im November diesen Jahres. Ah ne, das ist doch viel gut. Ich hoffe doch nicht. Naja, warum denn, wenn du... Das ist dann ja nur ein Zeichen, das ist auch cool. Ach du lieber Gott, Robojan ist wieder da. Bin ich Robojan? Jetzt nicht mehr, das stimmt. Das ist nicht wahr. Warst du aber gerade? Ich bilde mir das mal ein. Ich glaube auch. Auch hier sind genau immer diese massive Aufläufe. Ja gut, dann nutzen wir das doch gerade mal. Gehen wir mal zu dem massiven Auflauf. Multiple, ja. Aber ich will das nicht sagen, weil das erinnert mich erstens an multiple Sklerose und an multiple Persönlichkeit. Und das sind beides keine positiven Dinge. Nicht? Wusste ich gar nicht. Tja, ich helfe Ihnen gerne. Hä? Wo soll das denn sein? Hä, da oben? Wann kann man denn hier oben stehen? Diese Items spawnen nicht neu, ne? Also wenn ich hier einmal aufgehoben habe, kann ich eigentlich gehen. Wie die spawnen neu? Ja, in diesen Verzerrungen da. Die spawnen okay. Nicht neu, oder? Nicht, dass ich wüsste. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Hä, wo ist das denn? Kann man hier reingehen? Gibt's hier eine Höhle? Oh, hier gibt's eine Höhle. Aha. Aber mich anzicken, ja? Jetzt warte mal, kann auch sein, dass ich hier eh schon war. Ist das die Höhle vom Anfang? Ach, stimmt, warst du da schon. Ach, das ist das Ganze am Anfang gewesen. Oh, ja gut. Jetzt ist wenigstens diese Höhle mal noch zu was zu gebrauchen, weil sonst war hier gar nichts. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Schneebedecks. Ich kotze genau, ich raste aus. Warum sind die schneller als wir? Mein Bidiza! Bidiza reicht ein Risikotickel aus. Soll ich dir vertrauen? Ich vertraue dir einmal. Wenn du es nicht schaffst, dann... Okay, es hat gereicht. Oh Gott, nur 3 KP. Bidiza, ey. Haben wir hier nicht so eine Angst? Bidi. Ich will bewegen. Kann man den bewegen? Mit Y. Habe ich noch nie gemacht. Oh, hallo. Hey, stopp. Stehen geblieben. Rücksplitter. Ich habe doch gewechselt. Warum bist du denn jetzt tot? Ach, wie dumm.
Mann, ist das Pokémon, was ich... Das Beste, wenn man neue Missionen bekommt und die einfach instant abschließen kann. Ja, das ist sehr super. Es ist nervig. Ah. Schlitz dich auf, du. Du komisches Vieh. Warum sage ich das? Ich mag Rex Blizzard eigentlich. Tut mir leid, Rex Blizzard. Aber du musst sterben. Tipp, Enthusiasmus. Oh, es nervt mich halt, weil da die ganze Zeit steht, Entwicklung möglich, Entwicklung möglich. Ich darf es nicht entwickeln, okay? Doch, darfst du, musst dir nur Neues fangen. Ja, aber dann darf ich ja mit dem nicht antreten, deswegen ist es... Wäre das schon ziemlich doof für diese... Was ist hier drin? Was ist in dem Stein? Ein Arktipp! Als ob man das kennt. Oh, guck mal, die küssen sich. Oh, die haben sich ja ganz... Weiß nicht mehr. Die haben sich ja ganz doll lieb. Oh, Attacke geht daneben. Ja, aber der hilft die Eisenabwehr auch nicht. Lass es über dich ergehen. Tot. Nee, jetzt muss ich kämpfen. Jetzt muss ich kämpfen. Nein, jetzt habe ich eine Attacke eingesetzt, die dumm ist. Oh, Scheiße. Ey, die können tatsächlich immer richtige Lieder spielen auf ihren Flöten. Natürlich. Ach guck mal, jetzt habe ich so lange gewartet, bis sie antwortet und ich hab nur eine Nachricht geschrieben. Ich habe gestern auch schon so gesagt, zu einem Mädchen, wo es jetzt schwieriger ist, dass ich jetzt immer nur eine Nachricht schreibe. Und jetzt hat sie geantwortet. Ja, verrückt. Verrückt. Wie stark ist sie wohl? Ach, du kämpfst jetzt gegen Perle? Ja, mach 3 Evolis. Easy. Was, 3 Evolis? Ja, 3, also gleich 3 Evoli-Entwicklungen. Aber das, die erste ist die stärkste, die anderen sind nur noch auf Level 37 oder so. Also die kann gar nichts gefühlt danach. Vor allem, die haben zwar viele Evolis, aber ich glaube, viele Nara haben die nicht. Oh, wie wenig EP gibt das denn? Nicht der Eisstrahl. Oh. Eisstrahl. So, nochmal Schlitzi, Schlitz. Och, es reicht's mal. Ich will ein Level-Up haben. Mann. Nervig. Wir müssen das noch in den Part schaffen. Wie dumm. Vergift nicht gut gegen Psycho oder was ist da andersrum? Andersrum. Ach. War das das jetzt? Oh, jetzt sind sie weg. Können wir jetzt hier mal weggehen, bitte? Ich will doch einfach... Nein, das will ich nicht. Welches Level war Schnäppke? 40. Alles ist laut. Du kannst doch nicht einfach fliehen. Schnäppke, mein Freund. Schnäppke. Hat er sich einfach verzogen. Es geht los. Warum sind denn hier keine Mons? Oh, jetzt bin ich wieder mit dem Lager. Oh. Geil. Da ist von unten los. Wie sieht man dich ja gewesen?
viel bringt ein Kometstück? 2,5. Oder war das was, was mehr bringt? Kann auch sein, dass das. War das, dass das 25.000 bringt? Nein, ich bin mir unsicher. Nein, das reicht nicht. Wo ist denn das Lager von Diamantclan? In der Eiswelt. Hey, da ist Perl. Dann in der Schlammwelt, in den roten Sumpflanden. Das muss jetzt reichen. Oha, das hat aber viel EP gebracht. Ne, jetzt reicht mir, jetzt kämpfe ich und jetzt. Jetzt muss ich siegen. Los, mein Freund, sag mal bitte, dass wir gehen dürfen. Back to the Dorf. Brauche ich diese ganzen Purpurstücke und so eigentlich noch irgendwo für oder kann ich das verkaufen? Warum? Hatten Sie schon mal die Quest gemacht? Ja, die eine hatte ich. Wenn Sie alle Quests mit dem Friseurladen bzw. mit dem anderen hatten, dann ja. Weiß ich da nicht, von das alle sind. Naja, wenn da keine Ausrufezeichen mehr sind, bzw. diese Zeichen, dann sollten da auch keine mehr sein. Das Einzige, was hier entscheidend ist, was es zu Hause bei Ihnen zum Mittag gibt, aber vielleicht nicht mehr das. Hey. Ja, aber ich habe das schon oft mitbekommen, dass gewisse Leute gewisse Dinge tun, Essen bestellen, und dann haben sie nicht mehr so viel Entscheidungsfreiheit. So. Wir haben heute tatsächlich Essen bestellt. Ja, okay, das war nicht gedacht. Ich weiß nicht unbedingt auf heute bezogen, aber gut. Ja, aber das war jetzt auf heute bezogen. Jetzt mach den tot! Ja, Defensivkraft ziehen. Komm, das ist jetzt der Try. Nein, ist er nicht, weil er mich töten wird. Nein, du, mach Cola Augen. Ja, Cola. Jetzt bin ich gespannt. Wenn das trifft. Warum fliehen denn alle? Bitte lass das reichen. Ein KP noch. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Ach du lieber Gott. Pediza hat auf den Solo-Kämpferpfad ohne Verzögerung im Betriebsablauf das Ziel erreicht. Lass mich den Pokédex-Eintrag von Pediza mit einem Zeichen seines Sieges versehen. Ach, es ist nur ein Kampf, dank Gott. Als Nachweis, dass es beim Solo-Kämpferpfad siegreich war, wurde eine Markierung hinzugefügt. Nimm dies als Belohnung für das erfolgreiche Meistern des Solo-Kämpferpfads. 3 EP-Bonbons L. Alter Leute, ich bin so froh, dass das jetzt geklappt hat. Das Einzige, was da noch rankommen könnte, ist Carpador. Aber das werden wir in einem anderen Part sehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, trotz der ganzen Fails und... Mal sehen, wie ich das zusammenschneiden werde. Aber schaltet unbedingt in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Legendas hier wieder ein. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis dann, tschüss. Tschüss.